Hallo, heute machen wir gemeinsam eine Reise um das Jahr. Wir zeigen euch, welche Feste man in Deutschland feiert. Schaut mal zu. Also, los! Das Jahr fängt ganz feierlich an, mit dem Neujahr natürlich. Gleich danach, am 6. Januar, feiert man Heilige Drei Könige. Im Februar hat die Liebe ihre Zeit. Am 14. Februar gibt es Valentinstag, ein Tag mit viel Gefühl. Moment, halt! Was ist denn das? Die Frauen übernehmen die Macht. Das ist natürlich Weiberfastnacht. Tolle Verkleidung? Das ist ein Muss. Am Rosenmontag werden die Straßen bunt und laut. Und Fastnacht wird auch groß gefeiert. Im März und April erwarten wir endlich Ostern. Bunte Ostereier und der Osterhase sind Symbole von diesen Tagen. Da haben Kinder ihren Spaß. Und gleich am 1. Mai kommt der Maifeiertag. Der Maibaum ist so bunt wie der Frühling. Im Mai oder Juni gibt es wieder zwei Tage frei. Da feiert man Pfingsten. Im Juli, August und September gibt es Zeit für den Urlaub und viel Sonne. Aber Oktober bringt einen wichtigen Tag mit sich. Man feiert nämlich den Tag der Deutschen Einheit, ein Nationalfeiertag. Und den ganzen Oktober lang kann man auf dem Oktoberfest die Zeit mit Freunden verbringen. Total eigenartig. Ende Oktober gibt es noch den Reformationstag. Habt ihr bestimmt von den Martin Luther gehört, oder? Und im November haben die Kinder wieder was zu tun. Laternen laufen, das mag jedes Kind. Dann kommt Dezember mit der Adventszeit. 4 Wochen lang, 4 Kerzen auf dem Adventskranz. So schön und stimmungsvoll. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus. Stiefel vor der Tür, Geschenke und so viel Freude. Das mag ich auch. Und wenn der erste Stern am Himmel erleuchtet, heißt es, Heiligabend ist da. Man kann Weihnachten feiern, sogar 2 Tage lang. So geht das Jahr langsam zu Ende. Man kann am Silvesterabend mit Freunden richtig laut feiern. Ja, genau. Ihr könnt auch mit uns feiern. Also, viel Spaß!